Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Ich weiß, es gibt noch ein paar Sachen, die ich erledigen muss. Und ja, ich würde dann mal sagen, wir machen jetzt ein ganz klein bisschen weiter. Ich bin immer noch dabei, meinen Pokédex zu komplettieren. Mir fehlen eigentlich gar nicht mehr so viel. Ich glaube, 28 Pokémon fehlen immer noch. Zwei kann ich noch rausholen, weil ich noch ein Pokémon zweimal entwickeln muss. Also, das heißt, 26 Pokémon fehlen mir noch am Ende des Tages. Und ja, ist doch gar nicht schlecht, ne? Aber erst einmal will ich mich hier ein bisschen an dem Postgame-Content ein bisschen versuchen. Ich möchte zwei Sachen machen. Eine davon ist genau hier. Und zwar, ich will mal wissen, was passiert, wenn wir hier noch mal das Turnier spielen. Ob wir dann jetzt schon irgendwie, weiß nicht, gegen die ganzen Arena-Leiter noch mal kämpfen müssen und dass die jetzt noch mal eine Ecke schwieriger sind. Und ja, vor allem, ob wir dann noch mal gegen Delion kämpfen müssen, das wäre mal interessant, ne? Vor allem will ich aber auch ehrlich gesagt sehen, wie stark unsere Gegner sind. Unsere Pokémon sind auf Level 67 von 65 bis 67 und ich hoffe, das reicht, um zu gucken, wie stark war eigentlich Delion noch mal. Ich glaube, der war schon gerade so stark, ne? Aber ich will noch mal reinschnuppern, ne? Also mal gucken. Ich habe auch, glaube ich, irgendwie so, ich habe mich versucht, so ein ganz klein bisschen zu informieren über einige Sachen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in Kampfturm reingehen muss und eine bestimmte Stufe erreichen muss, um irgendwas zu bekommen. Und ich hoffe, das schaffen wir auch. Ich bin sogar ehrlich gesagt bereit dafür, ein bisschen. Aber dazu mehr im nächsten Part. Aber erst einmal will ich mal hier reingehen und gucken, was los ist. Wir können jederzeit eins verstanden. Warte mal. Ich glaube, ich habe Animation abgestellt. Und unten rechts habt ihr vielleicht schon gesehen, Erweiterungspass. Ja, es wurde ein Erweiterungspass angekündigt, wo mehrere neue Pokémon angekündigt worden sind. Und ja, dazu kommen wir irgendwann ein andermal, weil ist noch nicht draußen, glaube ich. Kann den sich schon vorbestellen, aber ja, das ist jetzt noch ein Thema für einen anderen Tag. Und ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt erst einmal hier auf, was auch immer jetzt hier passiert. Okay. Oh, okay, jetzt sind jetzt einfach irgendwelche random Leute anscheinend. Das ist klar, warum nicht? Hat irgendjemand Glücksrauch ausgerüstet? Weil ich hätte doch gern schon so ein bisschen mehr Geld. Das kann man doch mal machen, ne? Okay, ich muss... Dann muss ich vielleicht irgendwie in die Arenen irgendwie reingehen und man muss dann vielleicht noch mal gegen die Arena-Leiter so kämpfen. Weil irgendwann muss man die irgendwie muss man die doch bestimmt. Ich habe keinen, ich habe jetzt keinen Bock. Egal. Irgendwie muss man doch bestimmt die Arena-Leiter noch mal wieder bekämpfen können, ne? Und wer bist du denn? Sieg und Sieg habe ich mir meinen Stolz erkämpft. Du denkst, du kriegst mich klein? Ich bin der Champion, also ist halt eigentlich. Ich glaube, Sonne und Mond hatte sowas ähnliches. Ne, man war der Champion. Dafür war er gleich im Sieg wie im Dings. Im Kampf gegen die Arena-Leiter damals. Damals. So, 56? Okay. Locker. Warum nicht? Okay. Gut, das ist jetzt nicht so schwer jetzt, wenn ich so mal nachdenke, Stahl ist. Also kämpfe ich echt gegen so random Leute einfach nur, oder was ist hier los? Da wäre ein bisschen komisch. Den habe ich bestimmt mit einem Schlag weg. Aber okay, ich wollte mal gucken, was passiert. Wenn man hier... Oh, da wird es Zeit, ne? Ja. Ich wollte einfach mal gucken, was passiert. Oh Gott. Aber der wird mich doch nicht kaputt hauen damit, oder? Wollen wir mal gucken, was passiert, wenn ich hier weitermache. Hier mal reingehe und gucke. Sonne und Mond, wollte ich sagen. In Sonne und Mond wird da gerade die Pokémon-Liga eingeführt. Und man ist sozusagen der erste Champion in diesem Spiel. Und ich glaube, wenn man irgendwie
den Titel als Champion erkämpft hat, dann sitzt man da als Champion. Wenn man irgendwie noch mal die Pokémon Liga irgendwie spielt, dann sitzt man irgendwie so auf dem Thron und dann kommen andere Arena Leiter oder andere Leute und fordern einen heraus, um den Titel des Champions zu erkämpfen. Ich habe sogar für irgendwie so was Ähnliches läuft hier gerade. Aber will irgendwie keinen Sinn machen, weil weiß was hier. Oben. Macht irgendwie keinen Sinn, weil warum muss ich denn dann mit am Turnier teilnehmen? Okay. Gut, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich habe jetzt nicht so viel erkundet und irgendwie so, weil ich glaube, ich bin mal in ein, zwei Arenen reingegangen, um zu gucken, kann ich da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, Arena-Leiter neu herausfordern, nochmal herausfordern, erneut herausfordern oder die Arena-Challenge nochmal machen oder irgendwie sowas. Und die paar, die ich ausprobiert habe, scheinen irgendwie nicht zu funktionieren. Oder vielleicht muss ich auch erst das legendäre Pokémon fangen. Hier, sag mal, Senta oder Säckchen, ich weiß jetzt nicht mehr, welches das Schwertdingen war. Und ja, vielleicht muss ich noch irgendwie was machen, aber ja, ich wollte jetzt erstmal gucken, was passiert. Weil ich will hin und wieder auch mal meine Pokémon hochtrainieren und ja, wenn wir jetzt hier reingehen und ja, gegen diese ganzen Trainer kämpfen, dann kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte. Eigentlich kriegen wir voll wenig Erfahrungspunkte. Die Pokémon in der Naturzone sind stärker, die sind alle Level 60. Das ist ein bisschen traurig, Leute. Hi. Eine einzige Liga ist alles im Eimer, was ich mir erkämpft hatte. Ja, kacke, ne? Schon auch sind mein Stahlleiter stolz. War ja der Kampf gegen Rosé all over again. So, keine Ahnung. Ja, von Lauch, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja Glück und das ist ein Normaltrainer, keine Ahnung. Vielleicht habe ich ja so viel Glück. Vielleicht kann ich ja noch mal gegen Delion kommen, wenn ich ihr dieses Turnier gewonnen habe. Ich wundere, wie du bei Arena Challenge von Sieg zu Sieg geil bist. Aber heute werde ich gegen dich gewinnen. Einfach so randos. Okay. Achana, was hast denn du da? Super Ball, geh weg. Brokkoloss. Oh, hast du Stein-Pokémon? Dafür irgendwie perfekt. Ich würde eigentlich nur zu Herr von Lauch wechseln, um damit man nicht nur Igni hier sieht, aber wenn ich Glück habe, hast du alles nur Stein-Pokémon und ich hau alles weg. So, durchgebuche. Ja, okay, wenn ich nicht auswechsel, dann ist das nicht schlimm. So, ich bin übrigens immer noch erkältet. Das habe ich schon in meinen letzten Dragon Ball Set Kakarot Part erwähnt, dass hier ein neues Projekt ist. Erwähne ich das gerne noch mal. Pokémon. Ja, du hast Gestein Pokémon. Wow, das hätte ich jetzt irgendwie gewusst, ne? Ich habe mir die Namen von all den NPCs gemerkt und gewusst, ja, dieser NPC setzt nur das ein. Genauso läuft das, ja. Ist alles irgendwie gar nicht blind. Ich tue eigentlich, wie ich das mache, ich tue schon immer ein bisschen vorausspielen und ich tue mir alles merken, ne? Und dann tue ich so, als hätte ich das nie gespielt. Und dann komme ich wieder so zurück, nehme auf, ohne zu speichern vorher, und dann mache ich, das hat mich jetzt überrascht. Nein, natürlich nicht. Wäre voll dämlich, ey. Ich glaube, ich habe schon seit Jahren auf diesem Kanal irgendwie nicht mehr ein Spiel gespielt, das ich vorher gespielt hatte. Ich glaube, Kingdom Hearts ist, glaube ich, die einzige Serie auf diesem Kanal. Nee. Ich glaube, Tales of Graces F damals, was mein erstes Projekt auf diesem Kanal war. Das war auch nicht Blind. Aber ich weiß es nicht. War das Blind? Nee, ne? Ja, Tales of Zillia war, glaube ich, das erste. Valkyria Chronicles.
war auch nicht blind. Mega Man X8. Ja, die ersten Dinger, die ich auf diesem Kanal hochgeladen habe, waren so. Ich weiß auch, meine ersten Projekte waren Tales of Graces Erft, war mein erstes Projekt. Mein zweites Projekt war Mega Man X8. Mein drittes Projekt, mein drittes Projekt war Valkyria Chronicles, die waren alle nicht blind. Und mein viertes war Tales of Xillia, und das war blind. Ja. Ich würde gerne mal wieder Mega Man X8 spielen. Das ist irgendwie so ein Spiel, da kann ich immer wieder spielen, weil nicht, das ist, weil nicht. Also guten Wiederspielwert. Vielleicht sollte ich mal ein paar Mega Man X-Teile spielen. Ich mag eigentlich Mega Man. Sollte ich vielleicht auch mal spielen. Ich habe auch die ganzen Originaltitel alle nicht gespielt hier. So Mega Man 1 bis... Wie viele Teile gibt es jetzt? Viele. Also ich hätte eigentlich mal Schwertanz einsetzen können, ne? Aber was soll's. Sind überhaupt Dynamaxen? Ich glaube, die tun gar nicht Dynamaxen, ne? Also die Gegner. Egal. Oh, schon vorbei. Weil einfach irgendwie. Ja. Ich halte es für wichtig, dass man bereits aus seinen Niederlagen etwas zu lernen. Das ist ja gut. Vielen Dank für dieses Erlebnis, Champ. Für den Kampf in Gedanken analysieren und überlegen, was ich verbessern kann. So. Ihr hättet alle keine Chance gehabt gegen warte mal, Kenyu, ne? Das Ken bedeutet doch in einigen Sprachen, glaube ich, in einigen Sprachen in Japanisch entweder Schwert oder Faust, ne? Also nehme ich jetzt mal an Kampf. Deswegen packe ich jetzt mal Blackwing rein. Vielleicht habe ich ja recht, das wäre jetzt so gut. Ich kann gut mit starken Drachen Pokémon umgehen. Ah, verdammt! Danach bin ich also der Stärkste. Ja, okay, so wie dazu. Habe ich überhaupt was gegen Drachen Pokémon? Da ist immer noch so eine große Schwäche von mir. Der Challenger King, you. Oh, was? Bist du denn? So ein neues Pokémon? Zen Long. Okay. Sturzflug. Oh, ich hätte eigentlich, sollte eigentlich Dings benutzen, ne? Oh nee. Schlangenblick. Oh nee. Also wieder dazu, ne? Nee, wird nichts mehr paralysiert. Ich hätte eigentlich Paralyse Dings einsetzen sollen. Maximieren. Dynamax. Weil dann hätte ich nämlich keinen Schaden genommen. Dann zu einer anderen Attacke gewesen, sich verwandelt hätte. So, ein bisschen uneventvoller. Ich habe mir ein bisschen mehr vorgestellt, aber okay. Hätte ja nicht wissen können, okay. Ich wollte einfach mal gucken. Der nächste Part wird definitiv spannender, das kann ich schon mal so versichern. Und auch nicht so einfach. Ja, wir haben ein neues Pokémon gesehen, also das ist auch schon mal was, ne? So, ich bin jetzt in einer sehr blöden Situation hier. Drachen-Pokémon. Habe ich was gegen Drachen-Pokémon? Ich habe was gegen dich. So, komm mal her. Wow. Da tun Leute, die Tortonatus haben, immer nur diese Attacke einsetzen. Habe ich irgendwas mit... Habe ich irgendjemanden, der ziehen kann oder so? Zwei Kehrtwände, weil man Dollar will, voll blöd. Wenn ich Glück habe, gehst du Kopfstoß. Und du selbst jede Menge Schaden. Das ist sehr effektiv. So, wenn ich Glück habe, gehst du damit drauf. Und setzt gar nicht genug ein. Sehr gut. Wie viel Schaden? Nämlich die Hälfte. Nee. Aber trotzdem eine Menge. 40% oder irgendwie sowas. Max Axt. Maximale Axt. Überbrückung. Ich weiß gar nicht, was die Fähigkeit von links ist.
Ja, komm. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, ich überlebe das sogar noch. So. So, wenn ich jetzt treffe, ne, dann gut. Dann ist auf jeden Fall weg. Oh, tschüss. So, und ich bin jetzt auch weg. Alles klar, Leute. Gute Nacht. Okay, Drache. Oh ja, ich kann ja mal Aura zeigen. Das ist nicht schlecht. Du haft näher. Was sogar hätte schlimmer sein können vom Typ her. So, Aura-Rad. Mit Hilfe in der Backentaschengespräche Energie greift der Gegner Anwender an und erhöht seine Initiative. Der Typ der Attacke hängt vom Morpekos Form ab. Wir sind gerade in der normalen Form, also Elektro. Wenn wir in der Unlichtform sind, sage ich mal. Oh, okay, das wusste ich nicht. Dann verweist diese Attacke in der Unlichtattacke. Das finde ich ist irgendwie nicht schlecht. Ja, jetzt hole ich das an. Dann hast du, sozusagen zwei Attacken. Preis von einem. Und Initiative steigt zwar. Jedes Mal, sehr gut. Ist auch gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Kann man ja mal machen. Hi. So, jetzt irgendwas. Pestkrakon. Oh. Kenn ich dich? Habe ich schon mal gesehen? Weiß ich nicht. Das ist ein Fossil-Pokémon. Das weiß ich, aber kommt mir jetzt nicht bekannt vor oder kommt zu bekannt, ich weiß nicht. Na, jetzt sind wir schon fertig hier mit den. Außer dann kommt noch irgendwas. Ja, nach. So oder so, das war jetzt nicht so größer raus. Warum bin halt der Champ, ne? Das heißt, ich konnte das Vollpotenzial bei der Dachpokémon nicht ausschütten. Aber Delio, ich weiß gar nicht mehr, welches Level war Delio und der war doch irgendwann 66 oder so. Das heißt, wir hätten doch so oder so keine Chance gehabt. Wenn ich gerade Trainer, muss ich in der Lage sein, das Potenzial der Pokémon zu nutzen. Tschüss. Und wie ist das Ergebnis des Finales? Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Hier bitte dem deinen Gewinn entgegen. Nope. Nope. Oho, der Champ, von mir gibt es auch einen super, nein, hyper herzlichen Glückwunsch. Weil mich dein Auftritt so mitgenommen hat, möchte ich das hier als Belohnung schenken. Mein Wunschbrocken. Okay. Fünf auf deinen nächsten Besuch. Okay, dann kann ich immer wieder machen. Alles klar. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. War jetzt relativ einfach. Ich habe mir jetzt ein bisschen mehr erhofft, aber okay. Da kann doch irgendwie nicht sein. Vielleicht muss ich irgendwie die Arena-Leitung irgendwie so freischalten. In Pokémon Saphir, Rubin, Smaragd. Da hat es ja immer von den Arena-Leitern Telefonnummern und. Nee, warte mal. Bei den Hard Gold Soul Silver. Naja, jetzt könnt ihr übrigens auch mal sehen, was hier noch Neues ist. Und zwar können wir nämlich hier Boom, übrigens Breastbeaver hat man in letzter Zeit die Chance ein relativ seltenes Pokémon anzutreffen. Und da gehen wir mal hin und das ist irgendwie, weil ich nicht per Free Update irgendwie so gekommen, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Das ironisch ist, ich habe das Pokémon schon, was man da vielleicht finden kann, weil ich viel Zaubertausch gemacht habe. Also ja, ich weiß wahrscheinlich schon, welches Pokémon es sein wird. Aber damit ihr es schon mal sehen könnt, gehen wir mal hier ein. Ich will auch immer speichern. Wir haben sowieso nichts erreicht. Also ja, kann ich ruhig speichern. Da 372. 130 Stunden. Das meiste davon ist irgendwie so, weiß ich nicht, EV-Training von einigen Pokémon. Also ja, es dauert halt ein bisschen. Deswegen wollte ich auch erstmal aufnehmen, um meine Zeit zu verkürzen. Ihr werdet im nächsten Part erfahren, wieso.
So. Der Zug zur Rüstungsinsel ist eingefahren. Oh, wer bist du denn? Wir sind alle Fahrgäste, die im Sitz eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen. Wer bist du und warum bist du so putzig? Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Hihi, aber natürlich, hier ist der. Vielen Dank, einen Moment bitte. Flick. Oh, ein Flickmon. Ui, da hat wohl wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel leer gefunden. Auf der Rüstungsinsel leben viele Flickmon. Manchmal reisen welche von ihnen hierher. Vielleicht wollen sie auch große weite Welt entdecken. Siehst du gerade etwa zum ersten Mal einen Galar-Flickmon? Bei der Farbe seines Köpfchen muss man gleich an Curry denken, oder? Ist das nicht super süß? Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Flickmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eindeutig zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Müssen wir es gleich für uns fangen? Möchtest du gegen Flickmon kämpfen, um es zu fangen? Ja. Wir sind mitten im Nichts. Hier mal, soll so eine Art Vorgeschmack sein zu. Was uns in diesem Pass hier, Erweiterungspass erwartet. Level 12. Ja, hier. Boom. Ja, dieses Pokémon möchte ich nochmal neu fangen, wahrscheinlich. Einfach nur um richtiges Wesen und also was zu holen. Also ja. Irgendwo wird in einer PC-Box geschickt. Ich würde auch gerne wissen, wie die Entwicklung von dem Teil aussieht. Vielen Dank, du hast dafür gesagt, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Wow, wie toll. Wie du das Flickmon eben gefangen hast, war echt total cool. Entschuldigen Sie bitte die Verzögerung. An Ihren Rüstungspass ist nichts auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt in Kürze ab. Beachten Sie bitte, dass Sie unterwegs einmal umsteigen müssen. Alles klärchen. Ich mache Peter mal auf zur Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Also dann, ciao. Hier ist voll putzig. Ich will dich knuddeln. Ich habe keinen Pokédex-Eintrag bekommen übrigens. Ich weiß, dieses Pokémon hatte ich schon vorher, aber damals habe ich auch keinen. Damals hatte ich aber auch keinen Dings bekommen, Pokédex-Eintrag. Deswegen, ja. Jetzt ein paar Spoiler. Vielleicht zum nächsten Mal. Oh nein! Da gehen wir darüber. So, nein. So, sieht man ja mein Box-Management. So. Völlerei. Kauzig, hat robusten Körper. So. Wenn ich mich nicht irre, war auch Flegmon Wasserpsycho, ne? Und das Ding ist nur Psycho. Und ja. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt, wie die Entwicklung aussieht. Deswegen machen wir mal Folgendes. Ich hoffe, ich habe genug. Weil ich will alles natürlich mal kurz sagen. Ich werde sowieso nicht hier noch speichern nach diesem Part. Also einfach nur, weil ich das Ding noch mal neu fangen will. Ja, ich hoffe, das Ding entwickelt sich auch so per Level oder so. Okay. Ja, alles gut. Tage lieb, ja. Boah. Hat noch nicht mal was sich entwickelt, ja. Oh. Da tut sich noch nicht mal entwickeln. Nö. Okay. Wie entwickelt sich das Ding? Vertausch. Mit Stein. Stimmt wieder irgendwas Komisches, ne? Ja. Oder per Zuneigung oder irgendwie sowas. Na, okay, gut. Das war was das für diesen Part. Ist jetzt nicht viel Spektakuläres passiert, ne? Also, aber was soll's. Im nächsten Fall wird es ein bisschen spannender zugehen und ja, wahrscheinlich auch etwas schwieriger. In dem Sinne sage ich dann, hoffentlich hat euch der Part trotzdem gefallen.
ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar und nein. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Ciao, ciao.